Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Dirt 3. Diesmal habe ich mir die DLCs rausgepickt, die einzigen, die noch übrig sind. Und zwar fangen wir als erstes mal mit dem Monte Carlo DLC an. Eine doch sehr, sehr schwere... es sind sehr, sehr schwere Etappen, das werdet ihr aber gleich sehen. Okay, so, jetzt die große Wahl. Welche Autos nehme ich? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach die Open-Klasse da. Da denke ich mal, kann ich am meisten mitreißen. So, ihr werdet euch bestimmt gleich am Anfang fragen, lohnt sich dieses DLC oder lohnt es sich nicht? Ich möchte es mal so formulieren. Wer alle Achievement möchte, der kommt nicht drum herum. Wer eine Herausforderung möchte, kommt auch nicht drum herum. Allerdings, wenn man jetzt einfach nur so ein wenig vor sich hinspielt, denke ich mal, kommt man auch ganz gut ohne zurecht. Aber für mich persönlich hat es sich gelohnt, denn die Strecken sind ordentlich schwer. Sind sehr, sehr eng. Ja, und vor allem sind absolut nicht ohne. Gerade wenn man auf Rekordjagd aus ist oder so, kann man hier richtig gut üben. Und jeder Fehler wird sofort bestraft. Also wenn ihr das erste Mal fahrt, fahrt schön vorsichtig. Ansonsten geht das sehr, sehr schnell nach hinten los. So, mal gucken, dass ich das Ding hier noch irgendwie schaukel. Gebe jedenfalls mein Bestes. Gebe hier absolut Maximum an Gas, was ich habe. Und versuche jetzt für euch den ersten Platz zu ergattern. Richtig schön bei Nacht wieder die Leuchteffekte. Gerade von den Bremslichtern. Ah, sieht das toll aus. Und hier haben wir die Kurve jetzt nicht so gut genommen, aber gehen jetzt alles holen, alles raus aus der Kiste. 330 PS, die wollen nach vorne. Drum geben wir jetzt so viel Gas, wie es geht. Hier an dieser Stelle auch sehr, sehr gefährlich. Wenn man da runterfliegt, dann ist man raus. Ah. Und sowas sollte auf jeden Fall nicht passieren. Ah. Aber wir können noch weiterfahren. Ich nehme jetzt mit Absicht keine Rückblende, weil ich das irgendwie dann ein bisschen zu leicht finde. Aber auf jeden Fall hat das viel Zeit gekostet. Mal gucken, welcher Platz wir jetzt sind. Doch noch Erster geworden. Finde ich gut. Das war der Hammer. Das muss die ganze Welt sehen. Zeig es auf YouTube. Ja, das habe ich vor, auf YouTube zu zeigen. Diese Kommentatoren immer mal wieder. Irgendwann gehen die einen schon auf den Keks. Muss man leider mal so sagen. Aber man wird es überleben. Ich denke mal, man kann sich über die Option die Kommentatoren auch einfach ausschalten. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Jetzt fahren wir die lange Route mit über 6 Kilometer. Die ist nicht ganz so leicht, beziehungsweise die ist noch schwerer. Und gerade überholen ist hier fast unmöglich. Also da tut man sich gerade im Multiplayer auch sehr, sehr schwer, wenn man mal um einiges schneller sein sollte als derjenige, der vor einem fährt. Ist schon nicht ohne. Man kann bloß hoffen, dass der andere dann fair genug fährt und einen einfach durchlässt. So. Wenn ich mich nicht irre, sind bei diesem DLC-Pack 6 oder 7 verschiedene Strecken. Beziehungsweise ist es halt hier im Monte Carlo in 6 oder 7 verschiedenen Variationen. Die unterscheiden sich in der Regel in der Länge und in der Streckenführung allerdings nicht so sehr. So, jetzt versuchen wir hier den Fond noch einzuholen. Ich hoffe, das klappt diesmal. Allerdings was sehr, sehr schön ist, wenn man eine normale Rallye fährt, dass man rechts oben, seht ihr das gerade, dass man halt sieht, an welcher Position man sich gerade befindet, wie gut man sich anstellt oder wie schlecht man halt fährt, wie viel man vor allem noch aufholen muss oder nicht und vor allem wie viel Vorsprung man hat. So, und jetzt wechselt die Straßenverhältnisse zu leichten Schneematsch, macht sich auch sofort bemerkbar. Man schlittert nur noch durch die Gegend. Macht die Sache auch nicht wirklich leichter. Gerade wenn man die langen Strecken
dann versucht, bei Nacht zu fahren. Ja, da sind auch mir schon sehr, sehr viele Unfälle passiert. Aber Rückblende sei Dank, sollte man da nicht zu schnell den Kopf hängen lassen. Es funktioniert eigentlich relativ gut. Auch wenn es im Multiplayer-Part dann sehr, sehr frustrierend sein kann. Gerade wenn man irgendeine Stelle meinetwegen partout nicht hinbekommen will, hat man ja so ein paar Hassstellen. Hier fliegen wir mal kurz raus. Ich glaube, dieser kleine Ausflug fanden die Fahrer jetzt nicht so toll. Setzen wir hier einfach wieder ein und sofort auf die Bremse. Und schlittern hier über die Leitplanke. Bei Tony Hawk hätte es jetzt Punkte dafür gegeben. Aber jetzt holen wir uns jetzt den nächsten. Und den schaffen wir noch. Ja. Und, oh, nein. So. Genau an dieser Stelle zum Beispiel ist es uns immer sehr, sehr schwer, überhaupt noch zu überholen, da es halt so verdammt eng ist. Aber das fordert einen dann auch ordentlich. Und vor allem, man lernt dadurch auch ein bisschen besser zu fahren. Also wer die Übung braucht, auf jeden Fall auch mal hier reinschnuppern. Es macht aber auf jeden Fall eine Mordslaune, auch wenn es schwerer ist. Und gerade hier zu kommentieren und nebenbei noch vernünftig zu fahren, glaubt mir, das ist nicht so leicht. Ich hoffe, ich mache den Job trotzdem relativ gut. Ich würde jetzt nicht meinen perfekt, aber wer kommentiert denn schon perfekt? Lasst es mich einfach mal wissen und schreibt das in die Kommentare, ob ihr vielleicht findet, dass ich das perfekt mache oder welcher Let's Player für euch es perfekt macht. Ist natürlich alles sehr, sehr subjektiv, aber würde mich einfach mal interessieren. So, ansonsten einfach alle Fragen ab in die Kommentare. Und hier werken wir uns noch durch. Sind gleich im Ziel. Und da kommt das auch lang erhoffte Ziel. Und wir haben doch noch den ersten Platz geschafft. Mit 11 Sekunden Vorsprung. Okay, das finde ich ja jetzt doch ziemlich geil. So, damit wäre Monte Carlo auch schon fertig. Und jetzt gehe ich über zum zweiten DLC, beziehungsweise zweiten Strecken-DLC. Und zwar zu dem DLC Shibuya, beziehungsweise das Japan-DLC, wie auch immer man es nennen möchte. Das bietet von der Sache her zwei neue Strecken. Ja, halt zwei neue Strecken in Japan, die allerdings nur für den Rallycross-Modus verfügbar sind. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal. So, wen nehmen wir jetzt? Ich nehme jetzt einfach mal den Peugeot. Einfach frei Schnauze mal ihn wählen. Und ich packe jetzt auf jeden Fall die Schwierigkeit mal aufs Maximum. Mal gucken, wie ich mich dann schlagen werde. So. Zu den Strecken muss man gleich von vorne sagen, wer Dirt 2 gespielt hat. Der dürfte die Strecke bereits kennen. Und dementsprechend ist der einzige Minuspunkt darin, dass es doch schon ein wenig Streckenrecycling ist. Aber es macht trotzdem Spaß, da jetzt die Strecken vor allem mal in einem neuen Gewand sind. Man hat hier jetzt auch nicht wie bei Dirt 2 den gleichen Verlauf, beziehungsweise vom Untergrund exakt den gleichen Untergrund, sondern es variiert halt auch ein bisschen. Und das finde ich doch dann auch halbwegs gelungen. Und ich meine mal so, das DLC kostet jetzt nicht die Welt, falls man es noch nicht haben sollte. Ansonsten, wenn ihr die Complete Edition habt, dann habt ihr das eh mit drin. Und jetzt kämpfen wir uns hier Stück für Stück weiter nach vorne. 6 Runden sind das hier, die doch sehr, sehr lang werden können. Komm, den vierten Platz schnappen wir uns noch. Bam. So kriegt man die Kontrahenten auch los. Ah.
Hier haben wir jetzt schön verkackt und da ist er schon wieder. Okay, also der höhere Schwierigkeitsgrad, er macht sich sofort bemerkbar. Oder ich fahre auch einfach bis viel, viel schlechter. Das ist durchaus auch möglich. Aber es macht auf jeden Fall echt Laune. Sofern die nicht zu weit abhauen. Und hier hat man gesehen, selbst auf den höchsten Schwierigkeitsgraden, die KI macht auch noch Fehler. Finde ich sehr, sehr schön. Weil komplett ohne Fehler wäre es ja dann doch sehr, sehr unfair. Ja, zu eng und zu viel Zeit. Da wollte ich mal einen Platz gut machen und verkacke es und fallen wieder nach hinten. Ziemlich uncool. So, komm schon, dann kriegen wir noch. Also ich will mindestens Zweiter werden, also vorher gebe ich nicht auf. Gut, jetzt sind wir Zweiter. Okay, jetzt kriegen wir doch noch den Ersten. Gut ausgebremst. Konnte er innen dann doch nicht mehr vorbeiziehen. Und jetzt gehen wir alles, dass wir auch vorne bleiben. Versuchen wir jetzt saubere Rennlinie zu fahren, ohne zu viel zu driften. Was sich natürlich nicht vermeiden lässt. Aber wir sind jetzt auf den ersten Platz. Wir haben zwar nicht wirklich viel Vorsprung, aber verkacken die Kurve schon wieder. Verdammt. So, der sieht ziemlich kaputt aus. Zumindest wenn es danach geht, wie langsam er fährt. Da kann sein, dass der noch ausscheidet, beziehungsweise links beim Verlauf sieht man, dass er mittlerweile über eine Runde Rückstand hat. Ich denke mal schon, dass der damit raus ist. Und hiermit haben wir uns den ersten Platz gesichert. Was für ein Rennen. Bin ich mal gespannt, wie jetzt das zweite wird. Jetzt, man merkt es meistens, dass die kürzeren Streckenverläufe mehrere Runden haben und die längeren eher weniger Runden haben. Die erste Strecke war relativ kurz, da hat eine Runde, was weiß ich, jetzt knapp 30 Sekunden gedauert und jetzt kommen die langen Runden und die dauern dann halt schon mal gut und gerne eine Minute. Deshalb werden es jetzt auch nur 3 Runden sein. Aber ich bin mal gespannt, wie ich mich jetzt schlagen werde, da es auf den Schwierigkeitsgrad doch sehr fordernd ist. Entschuldige ich mich auch dafür, falls ich zwischendurch mal, ja, ob ich jetzt entweder ruhig bin oder absolute Grütze von mich gebe. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Und ich für meinen Fall gucke teilweise auch ziemlich viele Let's Plays. Und gerade die Let's Plays, wo sehr viel Stuss erzählt wird, finde ich doch immer recht amüsant. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht seht ihr das auch völlig anders und wollt jetzt irgendwelche Pro-Tipps haben. Ich bin mir auch noch nicht sicher, inwiefern ich das später noch machen werde. Ob ich jetzt eher dazu tendiere, mehr hier Tipps zu geben oder einfach bloß Scheiße zu labern. Oh, Scheiße sagt man nicht. Werde ich einfach mal gucken. Und natürlich möchte ich auch dafür dann euer Feedback haben. Also darauf lege ich schon sehr, sehr großen Wert. Weil ohne Interaktion ist es doch dann sehr, sehr blöd. Aber wir sind hier jetzt auf Position 4. Der hier vor uns hat einen Fehler gemacht und den krallen wir uns jetzt noch. Genau. Sauber vorbeigefahren, ohne auszutricksen, ohne Überlos zu gehen und ohne 4000 Mark einzusetzen. Oder? Verdammt. So, jetzt fahren verloren. Naja, was soll's. Ich gebe hier mein Bestes. So, und hab schon. Verdammt. Ich hab mir vergessen, was zu trinken hinzustellen. Wenn man zu viel quatscht, dann wird der Mund auch so trocken im Laufe der Zeit. Ist ziemlich nervig. Ich hoffe, ich verschluck dadurch nicht zu viele Silben. Sind alle so diese Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Was das Let's Playen doch durchaus ziemlich schwer gestaltet. Aber ich sag mal so, die Videos, die ich hochlade, in 99% der Fällen gucke ich mir die vorher nochmal an, weil ich muss die ja auch noch schneiden, an drin und dran, die Lautstärke anpassen und. Und ich selbst befinde die meistens für gut genug, dass man die so an eher den Zuschauern antun kann. Aber da habe ich auch bei anderen YouTubern schon mehrfach gesehen, teilweise schlechteste Qualität, die es gibt, sowohl in Bild als auch in Ton, ja, in Tonqualität. Und wo ich mich frage,
warum guckt man sich das vorher nicht an? Und gerade bei meinen ersten Let's Plays, ich habe ja mit Tony Hawk Pro Skater 2 angefangen, hatte ich noch ein ganz, ganz kleines Headset. Und jetzt konnte ich halt hier nach und nach, habe ich mir dann ein gutes Mikrofon zugelegt. Und das macht dann schon einiges her. Und ja, ich frage mich halt, wie es kommt, dass manche Leute da was hochladen in wirklich sehr, sehr mieser Qualität. Und dann ist es natürlich logisch, dass die Daumen nach unten gehen und ja, ist halt ziemlich ungünstig. Auch wenn ich es nicht befürworten kann, dass die Leute dann runtergemacht werden. Also, wenn jemand das nicht so gut gemacht hat, dann packt den einfach in die Kommentaren entweder Tipps runter. Natürlich, den Daumen dürft ihr runterpacken, ohne Wenn und Aber. Aber jetzt nicht jemanden runtermachen, nur weil er meinetwegen schlechtes Equipment hat. Aber, naja, ist natürlich Einstellungssache. Ihr werdet zum Beispiel von mir auch niemals sehen, dass ich irgendjemanden da runter poste, ja, was machst du denn da für einen Scheiß? Ist nicht meine Art und möchte ich auf meinem Kanal ehrlich gesagt auch nicht sehen. Und da behalte ich es mir einfach mal vor, das Kommentar auch gerne zu löschen, weil konstruktive Kritik ist gerne gesehen, Tipps und Tricks, Verbesserungsvorschläge, alles möchte ich haben, aber keine Beleidigung. Die werden dann auch gnadenlos von mir gesperrt. Müsst ihr einfach sehen. Ja, so allgemein. So, damit noch die letzten Worte zum DLC. Ich persönlich finde es ziemlich geil. Beide DLCs machen super viel Laune. Und auch im Multiplayer. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit bin ich jetzt auch fertig mit dem Best-of. Ihr werdet allerdings in nächster Zeit noch ein kleines Special-Video bekommen, wo ich zusammen mit einem Kumpel dann im Splitscreen fahren werde. Und das werde ich dann auch in 1080p hochladen, die hier jetzt bloß in 27p. Allerdings ist das halt für mich so besser, macht weniger Aufwand und vor allem meine Internetleitung ist nicht die schnellste. So, damit danke ich dann für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.